Hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing Amiibo Festival. Ich würde sagen, wir testen mal dieses komische Wahrsagerspiel. Ich kann mich übrigens nicht mehr erinnern, wann ich das gekauft habe. Spielt mit 6 Amiibo-Karten und versucht euch gegenseitig zu übertrumpfen. Jede Runde wird eine Karte gespielt, die höchste Zahl gewinnt. Spielt ihr jedoch eine Karte mit den Sternzeichen, das in der Glaskugel angezeigt wird, gewinnt die niedrigste Zahl. Spielen. Ich muss einen 2-Spieler-Modus simulieren und ich finde es wieder dreist, dass man 6 Karten braucht und nicht nur 3 reichen. So, und wir nehmen einfach mal 2 Charaktere, das ist mir jetzt egal. Achso, wir bestätigen erstmal dich, dann bestätigen wir dich. Wunderbar. Okay. So, und dann wählen wir mal unsere Karten aus. Einmal du, einmal du, einmal du, dann du, du und du. Wunderbar. Ja, die Karten nehme ich mal. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie es jetzt so genau funktioniert. Bin gespannt. Aha. Start. Man hat auf jeden Fall selber alle Karten. Ah, und hier ist eine Waage drauf. Ah. Wobei ich gerade gar nicht weiß, wo die Waage sein soll. Also wo die Waage auf den Karten ist. Ich lege erstmal einfach nur eine Karte. Ich kann es mir denken. Okay, und du legst auch einfach mal eine Karte. Ich lege mal 2 so nacheinander. Und man macht das geheim eigentlich? Okay. Ach, das Symbol ist ein Fisch gewesen? Das habe ich bei ihr hier gar nicht drauf. Also zumindest da unten. Oh, unter dem Namen ist nochmal ein Symbol auf den Karten. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja, dann lege ich jetzt einfach mal irgendwelche 2 anderen Karten. Wer die ersten 2 Runden gewinnt, hat das quasi im Sack. Ich will mal kurz einmal forcieren dann, dass wir das Symbol richtig legen. Damit wir mal gucken können, wer gewinnt. Die Idee an sich ist gut. Weil wenn man sich merkt, welche Karten man quasi hat, ist das gar nicht dumm. So, jetzt haben wir hier einen Fisch zum Beispiel. Jetzt würde ich es gleich testen wollen. Wir nehmen einmal diese Karte. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, welche das war. Mit dem anderen nehmen wir mal die. So, jetzt zeigst du dein... Achso, ja, die hat gewonnen. Jetzt zeigen wir aber unser Symbol. Oh, das ist cool gemacht. Die Idee ist gar nicht dumm. Ah. Da war das coole Lachen. Und es bleibt sogar so... Oh, Moment, ich möchte das nochmal forcieren. Du bist dieses Geräusch. Dieses Geräusch, dieses Symbol. Dann nehmen wir mal noch dich. Ah, man darf die Karten nicht 2-mal legen. Ah, das ist natürlich doof. Dann lege ich einmal dich. Und dann legen wir einmal dich. Dann müsste jetzt nochmal Vani gewinnen. Ich bin gespannt, wie sich der Hintergrund verändert. Nee, es geht wieder zurück, okay. Gut, na, das ist doch ganz, interessant. Also ich denke, mit 2 anderen Spielern ist das tatsächlich um einiges besser als alleine und man spielt mit sich selber. Die Idee dahinter gefällt mir allerdings, dass man quasi nicht weiß, legt da jetzt das Symbol aus oder nicht. Und da das Spiel weiß, mit welchen Karten man spielt, wird es wahrscheinlich nur Symbole zeigen, die es auch gibt. So, was aber viel wichtiger und interessanter ist, ist dieses Spiel, die einsame Insel. Erkunde mit einer Gruppe aus 3 Abenteurern, die verschiedene Fähigkeiten haben, eine einsame Insel. Sammle dabei Ressourcen und achte darauf, dass deine Gruppe immer genug Proviant hat. Schaffst du es innerhalb des Zeitlimits, einen Fluss zu bauen, um der Insel und all ihren Gefahren wieder zu entkommen? Gehen wir mal auf Spielen. Und wir müssen jetzt eine Insel wählen. Ich habe, wie ihr seht, schon mal die eine Insel gemacht, auch vielleicht. Das werde ich jetzt nochmal machen, einfach nur um die 2-mal zu spielen. So, und ich nehme aber andere Bewohner mit. Ich nehme Nepp, der hat Überlebenskünste als Fähigkeit und er kann 4 Schritte laufen. Das ist jetzt alles übrigens relativ wichtig und interessant. Dann nehmen wir mal Octavio, genau. Wir nehmen Ottfried, ich bin Splatoon für euch, glaube ich, und Tim. Baumeister und Draufgänger. Okay, wir nehmen das einfach mal mit. Ich habe keine Ahnung, was die Fähigkeiten so genau machen. Aber ich bin gespannt, wie es denn jetzt laufen wird. Das ist das beste Spiel eigentlich hier drin. Das ist besser als das Hauptspiel. Ja. So, entkomme in 7 Tagen. Noch 7 Tage. Nepp ist dran. So, Nepp. Fähigkeit Überlebenskünstler. Gewitzter Geselle, der ein wahrer Schleuderexperte ist. Ah. Besiegte Kreaturen kann er zu Proviant oder Medizin verarbeiten. Oh, wie krass ist das denn? Du gehst dorthin. Dann gehst du mal dorthin, was findet ein Stock? Okay. Toll, ein Stock. Ab in den Rucksack.
Sehr gut. Dann erkunden wir mal noch das. Ah, da hinten ist eins, das ist zu weit weg. Faden. Sehr schön. Also eine Schnur, meine ich natürlich. Das ist nicht schlecht. So, Ottfried. Was ist denn deine Fähigkeit? Fähigkeit Baumeister. In seinen fähigen Händen sind Werkzeuge besonders effektiv. Kann Werkzeuge herstellen, anstatt die Insel zu erkunden. Ist zudem in der Lage, Materialien angrenzender Felder zu erspähen. Das ist eine praktische Fähigkeit. Was möchtest du heute tun? Kann ich denn schon ein Werkzeug bauen? Auf dem Gamepad werden die Materialien gezeigt. Ich kann eine Angel machen. Das werde ich auch machen. Dafür brauche ich den Stock und die Schnur. Yeah, die Angel ist fertig. Nichts wie Lust, zum nächsten Angelplatz, um Fische zu fangen. Yep. Das ist gar nicht doof. Und Tim ist dran. Tim hat die Fähigkeit Draufgänger. Zieht es vor, die Insel auf eigene Faust zu erkunden. Der Draufgänger hält nichts von Werkzeugen oder Medizin. Oh, schläft allein im Freien. Oh, das ist genial. Das ist unglaublich gut. Es klingt jetzt zwar, als wäre das schlecht, aber das ist unglaublich gut. Okay, das ist ein Stein. Ach nein, er nimmt ja nichts. Stimmt. Oh, das muss ich mir merken. Und das Zelt bauen wir mal. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Hier hin. Ja, das möchte ich bitte hier aufschlagen. Das heißt, Tim bleibt draußen. Ah, was sollen die Abenteuer machen? Essen und schlafen. Weil wir können doch nichts anderes machen. Das heißt, die Angel herzustellen war vielleicht noch gar nicht so die beste Idee. Nach den Strapazen haben sich die Abenteurer etwas Ruhe verdient. Schön. Wir hätten das ja auch im Zelt jetzt bauen können. Noch 6 Tage. Proviant reicht noch für 2 Tage. Wir bewegen uns mal nach dort. Nach dort. So, was haben wir hier? Stock. Toll, ein Stock. Ab in den Rucksack. Und dann gehen wir noch weiter. Okay. Und du darfst jetzt gerne mal in diesen Hochposten gehen. Das sind Angelplätze. Und da du die angrenzenden Felder erspähen kannst... okay, ich gehe nach dort, hol mir den Stein. Toll, ein Stein. Ab in den Rucksack. 1, 2, 3, 4. Oh, das ist super. Ich gehe nach da. Birnen. Sinor, Birnen. Das ist perfekt. Wenn du kräftig am Stamm rüttelst, fallen bestimmt Früchte herunter. Ja, und ich hoffe, es kommen ganz viele runter, weil wir brauchen dringend Proviant. Natürlich haben wir die geringste Zahl bekommen. Aber na gut, das ist nicht. Du hast 2 Birnen ergattert, immerhin. So, die bekommen wir jetzt links in unserer Anzeige. Wenn die voll ist, bekommen wir quasi einen ganzen Tag dazu. So, erkunde du mal bitte kurz das Stoff. Ein Stück Stoff. Nein, danke. Ja, ja, so bist du. Ein Segel. Sehr gut. Toll, ein Segel. Ab damit den Rucksack. Die Schiffsteile sammelt er also auf. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann gehen wir noch nach da. Eine Falle. Ah, Mist. Oh nein, eine Fallgrube. Oh, bitte komm raus, Tim. Danke. Oh. Weil dadurch, dass du auf nichts irgendwie so Wert legst, bin ich mir nicht so sicher, ob du sonst für immer dort festhängst. Puh, du hast es geschafft, dich aus der Fallgrube zu befreien. Sehr gut. Nice. Und wir übernachten an diesem Feld. Ja, bitte sehr. Dann können wir nicht am nächsten Tag alles erkunden und noch angeln. So, was sollen die Abenteuer machen? Können wir denn ein Werkzeug herstellen? Auf dem Gamepad wird es angezeigt. Wir können uns eine Schaufel bauen. Oder wir können uns eine Schleuder bauen. Ich glaube, wir bauen uns mal eine Schleuder. Ja. Yeah! Schleuder. Perfekt. Dagegen können die Kreaturen der Insel kommen. Dagegen haben die Kreaturen der Insel kaum eine Chance. Was sollen die Abenteuer machen? Die dürfen jetzt gar nicht schlafen. Essen und schlafen. Was auch immer wir da immer für Salat essen. Das habe ich mich schon mal gefragt, was sie überhaupt essen. So, nach den Strapazen ruhen wir uns aus. Perfekt. Ach, ich liebe dieses Spiel. Das ist so geil. Das ist viel besser als der Rest in diesem Spiel. Das ist so schlimm. Okay, Nep. Du läufst jetzt nach da. Okay, ein Holzstamm. Das ist perfekt. Also ein Baumstumpf, den brauchen wir. Da brauchen wir sowieso ganz viele. Noch einer vielleicht? Hätte ich mal... Ah, Mist, hätte ich mal die Schaufel gebaut. Oh, wow. Das sieht schlecht für uns aus. Warum? Also ich meine, das ist gut, aber warum? Puh, du hast es geschafft. Wow, das ist krass. Dann erkunden wir mal bitte das hier. Yay, zum Glück haben wir die Angel. Fische, schnapp sie dir. Okay, hoffentlich klappt das jetzt.
Bam. Ah, sehr cool. Das reicht für einen weiteren Tag. Sehr schön. Du hast erfolgreich geangelt. Der Proviant der Abenteurer erhöht sich um 4 Portionen oder Rationen. Ich habe gerade nicht richtig gelesen. Sehr schön. Cool. Kommen wir einen Tag länger hin. Und du musst jetzt nach rechts laufen. Ja. Was haben wir da oben? Das kannst du nicht sehen? Ich dachte, du kannst angrenzende Felder sehen. Oh, Mist. Dauernd überall diese blöden Löcher. Oh nein, eine Fallgrube. Aha. Oh, wir haben ein Glück. Das ist unglaublich. Und ich weiß immer noch nicht, warum wir vorne gewonnen haben, aber ich fand's gut. Puh, du hast es geschafft, dich aus der Fallgrube zu befreien. Na, ein Glück. Wir gehen mal kurz da oben hin. Ein Baumstumpf. Oh, sehr gut. 1, 2, 3. Okay, das ist sogar gar nicht mal schlecht. Da oben können wir alles freiräumen. Und du kannst jetzt nochmal schauen, was wir hier haben. Das ist der Baumstumpf. Yes, wir haben es geschafft. Ab damit in den Rucksack. Damit haben wir unser Floß fertig. Haha. Das war das letzte Bauteil für ein Floß. Na dann. Ha, wunderbar. Tolle Arbeit. Nichts wie weg von dieser einsamen Insel. Und das war quasi dieses Spiel. Ich finde, das ist von der Idee total cool. Das ist viel cooler als so das andere, was da noch drin war. Dieses Brettspiel, wisst ihr? Da hat man was zu tun, man muss ein bisschen denken, man hat ein bisschen Glücksspiel drin. Das ist übelst cool. Warum macht man das denn nicht ins Hauptspiel? Wir haben 46% erforscht. Hm, das ist gar nicht so doof. Wenn wir das über Punkte hochtreiben wollen, kriegen wir wahrscheinlich auch Unmengen von Punkten. Weil ich glaube, die übrigen Tage sind gar nicht mal so viel. Hm. Obwohl, die Tage bringen viel. Ah, schwierig. Ich weiß es nicht. Na gut. Damit haben wir auf jeden Fall bedeutend mehr Punkte als beim ersten Versuch. Wobei ich sagen muss, das mit Nepp war seltsam. Das werde ich nicht verstehen, warum wir da auf einmal so viele Punkte bekommen haben. Und ich werde mal so frei sein und jetzt einfach noch eine Runde spielen. Weil dieses Spiel so cool ist. Und wir nehmen aber mal die zweite Insel, denn... Ich zeige mal kurz den unteren Bildschirm. Es gibt hier erstmal 10 Welten. Dann gibt es hier nochmal 10. Dann gibt es hier nochmal 10. Und dann sind wir wieder am Anfang. Okay, es gibt also 30 Welten. Das ist unglaublich viel. So, okay, wir machen mal das hier. Das zweite meine ich. Und wir nehmen als Amiibo-Karten einmal Kiki. Dann einmal Trude. Vielleicht wollen wir uns ja auf der Insel die Haare schön machen. Kiki spielt... Was stand da? Ach, Kiki spielt bereits mit. Ich habe sie aus Versehen zweimal draufgelegt. Ja, wir nehmen die drei. Mal gucken, was die für Fähigkeiten haben. Also ich habe jetzt natürlich überhaupt nicht mitgelesen, was da unten stand. Ich habe nur die Karten draufgelegt. Oh, die sieht schon größer aus, die Insel. Den kommen in 7 Tagen. Aha. Noch 7 Tage. So, Kiki, was hast du denn? Kiki ist dran. Ich habe die Fähigkeiten gar nicht gesehen. Kann ich die irgendwie abrufen? Nö. Dann gehe ich einfach mal kurz ein paar Schritte. Oh, dein Bauchgefühl sagt dir, dass es in der Nähe Fische gibt. Dann kann sie angeln. Sehr gut. Sie kann also angeln, ohne dass sie die Angel braucht. Das ist die Katzenfähigkeit. Du kannst versuchen, sie mit bloßen Händen zu fangen. Ich weiß gar nicht... Oh, die Erfolgschance ist recht hoch. Aber wir sind leider leer ausgegangen. Kiki, das tut mir leid. Noch. Ja, so ein Jammer. Dieses Mal hast du keinen Fisch fangen können. Okay. Schnur. Schön. Und dann würde ich sagen, gehe ich nochmal zurück. Ach, sogar 2 Felder. Stehen wir uns mal hier hin. So, Trude ist dran. Die Fähigkeit wird wirklich nicht nochmal erklärt. Das ist ganz schön gemein. Wir gehen mal dorthin. Du hast Spürnase. Das kenne ich. Das hat Bienchen nämlich auch. Du kannst die angrenzenden Felder sehen. So, und Tommy, ich weiß nicht, was du so genau hast. Ah, da steht es nochmal. Fähigkeit Ausdauerläufer. Kann jeden Tag weite Strecken zurücklegen. Besonders hilfreich beim Erkunden neuer Gebiete. Konzentriert sich dabei nur aufs Laufen, nicht auf die Umgebung. Okay, 6 Felder ist echt eine ganz schöne Menge. Yep, dann können wir ja nur geradeaus gehen quasi. Trude läuft wahrscheinlich eh den Weg dann zurück. Sieh nur all die Kokosnüsse, yep. Wenn du kräftig am Stamm rüttelst, fallen bestimmt einige Früchte herunter. Ja, die Maximalzahl fällt runter. Das gefällt mir sehr. Na dann, 3 Kokosnüsse für uns. Du hast 3 Kokosnüsse ergattert. Und ich werde den Weg dann einfach geradeaus weiterlaufen, weil das rechte, da wird noch jemand dran vorbeikommen. Da bin ich mir sicher. Nochmal Kokosnüsse. Oh, bitte gib mir nochmal ganz viel. Tatsächlich. Cool. Das ist schön. Ja, 3 Kokosnüsse für mich. Damit haben wir eine ganze Tagesration mehr. Dann mal dorthin. Toll, ein Stock.
Und dann gehen wir mal in den Ausguck. Oh, wow. Diese Insel ist groß. Und ich werde mein Zelt, warte mal, 1, 2, 3, 4. Ich werde es hier hinstellen. Ja. Da kommen wir wenigstens alle zusammen. Dann geht einer wieder runter. Das ist der mit den 4 Schritten. Haben wir schon genug für ein Werkzeug? Wir können doch wieder eine Angel machen, bin ich mir sicher. Wir haben sogar 2 Stöcke. Aber ich will gar keine bauen. Ich möchte bitte essen und schlafen, weil wir haben Kiki als Angler. Also wir brauchen keine Fische. Und Tommy hat gerade so viele Kokosnüsse gefunden. Da brauchen wir eigentlich gar nichts machen. Erstmal, also wir brauchen keine Angel, nicht zwangsläufig. Yo, noch 6 Tage. Kiki ist dran. So, du kannst 4 Felder laufen. Dann gehst du jetzt erstmal eins runter. Eins dorthin. Eins dorthin. Okay, das ist Medizin. Das ist nicht schlecht. Und eigentlich müsste ein Feld reichen. Dann müsstest du wieder bemerken, dass hier Fische sind. Richtig. Und dann können wir das nämlich mit den Händen wieder probieren. Yay, Fische. Ich werde auch versuchen, sie zu angeln. Na? Oh, Kiki, du bist übelst cool. Das ist doch mal eine ordentliche Katze. Cool. Das wäre quasi alleine genug für einen gesamten Tag gewesen. Ordentlich. Echt ordentlich. So, du gehst nach dort. Einmal nach dort. Oh nein, ein Loch. Oh nein, eine Fallgrube. Oh, komm bitte raus, Trude. Du bist doch ein großer Charakter. Natürlich bleibt sie jetzt im Loch. Oh nein, du steckst fest und kannst dich nicht mehr bewegen. Da ist ein Apfel. Okay, da können wir also wieder Lebensmittel bekommen. Kannst du ihr mal bitte aus dem Loch helfen? Ach nee, das geht gar nicht. Dann lassen wir das natürlich. Dann sammeln wir erstmal hier alles. Oh nein, ein Gegner. Hilfe, ein Hundertfüßler. Was willst du tun? Ich will kämpfen. Oh nein, wir haben verloren gegen einen Hundertfüßler. Ach, ist das doof. Nein, Tommy. Du hast dich von einem Käfer hauen lassen. Das tut mir leid. Oh nein. Eine schmerzliche Niederlage. Okay, aber es ist nicht so schlimm. Wir müssen nicht zwangsläufig dort vorbei. Ich werde mein Zelt allerdings hier aufschlagen gleich. Ja, bitte. Oh. Wird ein Abenteurer verletzt, setzt er den folgenden Tag aus. Mit Medizin kann er jedoch geheilt werden. Was soll die Abenteurer machen? Gib mal bitte erstmal die Medizin an Tommy, weil den brauchen wir. Ja, einmal bitte Tommy heilen. Yeah! Perfekt, Tommy fühlt sich besser. So, und ich werde immer noch keine... Oder? Was kann ich noch herstellen? Ach nee, das bleibt bei der Angel. Ja, nee, das können sie vergessen. Ich werde einfach essen und schlafen. Ach, ich finde das so geil gemacht, dieses Spiel. Ich glaube, ich werde das auch komplett spielen. Also ich werde da mal jede Insel machen und gucken, wie das so ist. Okay, noch 5 Tage. Kiki ist dran. Du könntest einmal nach da. Ja, yeah, ein Stein. Dann einmal nach da. Oh nein, Bienen. Eine Honigwabe. Wenn du die Bienen verjagst, gehört der Honig dir. Die Erfolgschance ist wieder 50-50. Aber man kann unglaublich viel kriegen. Ah, Mist. Na gut, probieren wir es mal. Oh, ich gucke gar nicht hin. Ich drücke einfach nur auf A. Okay, was haben wir? Oh nein, wir werden von den Bienen gepiesackt. Mist. Oh nein, oh nein. Oh, Kiki, es tut mir leid. Aua, Bienenstiche tun weh. Ja, jetzt bist du leider krank. Vielleicht finden wir nochmal Medizin. Ah, sehr gut. Oh, sehr schön, wir kriegen gleich 2 in der Runde. So, was haben wir hier? Essen. Sehr gut. So, du gehst jetzt alle Wege lang. Du nimmst uns das Essen. Du gibst uns das Essen. Äpfel. Schauen wir mal, wie viel wir kriegen. Wir bekommen auf jeden Fall welche, das ist schon mal gut. Ach, die Mindestanzahl. Na, es ist okay. Wow, ich weiß nicht, warum genau das manchmal passiert, aber ich finde es gut. So, 4 Äpfel für uns ist eine Ration für den nächsten Tag. Und wir gehen mal das Holz holen. Danke sehr. Dann gehen wir mal dahin. Oh, nochmal Äpfel. Tommy, du bist echt unser Lebensmittelfinder. Das ist unglaublich. Es ist mir vollkommen egal, wie viel du findest. 4, krass. Tommy, du bist unglaublich. Cool. So, 4 Äpfel für uns. Geil. Jupp.
Dann gehen wir nochmal nach da. Ein Stock. Okay. Dann gehen wir nach da. Oh nein, ein Loch. Du bist doch groß. Kommst du da leicht raus? Ach nee, man weiß es nicht. Du kommst raus. Oh, danke, Tommy. Dann kannst du ja noch das letzte Feld laufen. Was? Oh, ja, ich bin auch erleichtert. Puh, du hast es geschafft. Okay, dann gib mir mal noch das da. Was haben wir? Oh nein, ein 100-Füßer. Ah, wir können aber kämpfen, weil letzten Endes haben wir noch genug Rationen, um auch mal einen Tag aussetzen zu können. Oh, das gibt es nicht. Wir werden dauernd von Insekten verdroschen. Irgendwie haben wir nicht so viel Erfolg mit den Käfern. Au. Ja, ja, ja. Eine schmerzliche Niederlage. Tut mir leid. Okay, und wir bauen das Zelt hier hin. Ja. Dann ist Trude die Einzige, die was machen kann. Können wir jetzt was herstellen? Wir haben doch noch einen Stein. Wir können eine Steinschleuder machen. Und das werde ich auch machen, dann kann ich nämlich diesen ollen Käfer besser angreifen. Yeah! Okay, die Angel... wir stellen die Angel trotzdem mal her. Weil jetzt kann nur Trude laufen und Kiki nicht. Das heißt, wenn wir jetzt am Wasser vorbeikommen, dann können wir wenigstens... mit Trude angeln, wollte ich sagen, genau. Yay, eine Angel. Genau. So, und wir gehen jetzt essen und schlafen. Und Tommy und Kiki müssen sich mal dann halt einen Tag lang ausruhen. Ah, mir geht's doch schon voll gut, das sehe ich doch genau. New. Okay, sehr schön. Noch 4 Tage. Ja, sieht nicht so aus, als ob da Fische sind. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal nochmal Ration für einen Tag, indem wir hochgehen. Dann hauen wir diesem ollen Käfer eins auf die Mütze. Yay, Orangen! Ja, rüttel mal bitte. Das ist echt krass. Beim Obstschütteln haben wir jetzt echt einen unglaublich guten Lauf. So, 4 Orangen für mich. Oh, da oben ist ja noch was. Okay, Moment, dann bekämpfen wir mal jetzt das Hilfe, ein 100-Füßer. Was willst du tun? Ja, jetzt möchte ich kämpfen. Jetzt sind unsere Chancen ein kleines bisschen besser. Und trotzdem haben wir verloren. Das ist unglaublich. Oh. Naja. Ja, ja, und Tommy erholt sich. Wir stellen das Zelt trotzdem an die gleiche Stelle. Weil Tommy kann in der nächsten Nacht ganz weit nach rechts laufen und ganz viel erkunden. Und ich glaube, wir müssen fast an diesem blöden Käfer vorbei. Das ist so das, wo ich gerade ein bisschen Angst davor habe. Und dass wir das nicht schaffen. Ja, wir haben uns Ruhe verdient. Definitiv. Yay. So, noch 3 Tage. Kiki läuft nach... Du läufst nach oben. Du musst diesen blöden Käfer jetzt besiegen. Oh mein Gott, ein 100-Füßer. Kämpfen. Ich glaube, deine Chance auf den Sieg ist sogar noch besser als die von Trude. Und jetzt hätten wir es sogar normal geschafft. Wahnsinn. Okay, danke. Ha, ha, der 100-Füßer ist kein Problem für dich. Mhm. Das ist das Segel. Ich wusste, dass sowas da hinten sein muss. Okay. So, Trude erholt sich und Tommy darf jetzt gern die letzten Felder laufen. Tommy ist dran. Einmal da. Einmal da. Sehr schön. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann haben wir es jetzt geschafft. Wir haben das ganze Floß zusammen. Ja, also ich finde, dieses Spiel ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das finde ich bei Weitem besser als, naja, das Hauptspiel. Das ist ein bisschen schade. Aber ich bin froh, dass es von diesem Spiel unglaublich viele Welten gibt. Und ich würde mich eigentlich freuen, wenn sowas vielleicht... noch irgendwie dazukommt mit einem Update oder sowas, wenn dann DLC kommt. Weil das würde mir Spaß machen. Ich finde es halt nur schade, dass man eigentlich die ganzen Karten braucht. Das ist ein bisschen doof. Aber na gut, ansonsten ist es echt super. So, 3 Tage dazu. Und 2 Tage, naja, das ist jetzt nicht so der Knaller. Aber wir haben logischerweise den 1. Platz. Punkte, yay. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, das war jetzt ein etwas längerer Part, aber ich mag dieses Spiel auch so sehr. Wir sehen uns dann. 100 Punkte, geil. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich würde wieder die Insel machen. Und bis dahin, euer Elig. Bye.